ich habe auf einmal gemerkt, dass der eben so arbeitet, dass er eigentlich ein Wirtschaftsverbrecher ist und die Leute da in grossen Mengen über den Tisch ziehen. Es ist hart. Also ich habe natürlich Geld, sehr viel Geld verloren. Ich habe einen geschäftlichen Konkurs gehabt. Ich musste mein Haus verkaufen. Und das Furchtbare ist, wenn man weiter googelt, sage ich mal, dann sieht man ja, dass diese Leute weitermachen. Ich denke, wenn man jetzt das so aufsummiert, dann geht das in Richtung von einer Milliarde. Es wird einfach kein Ende nehmen, wenn nicht jetzt irgendwas passiert. Santo Domingo, eine Hinterhofdisco. Der Luzerner Raphael Perlhunger tritt an im härtesten Kampfsport. MMA, Mixed Martial Arts, deutsch gemischte Kampfkünste. Das geht von Boxen zum Kickboxen, Karate, Ringen, Jiu-Jitsu oder Judo. Es ist das Jahr 2001. Raphael Perlhunger lebt in Florida. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Kampfsportlehrer in seinem eigenen Club und als Fluglehrer. Die Kämpfe bestreitet er nebenbei. Dies ist einer seiner letzten Kämpfe. Perlhunger zieht's zurück in die Schweiz. Was er damals nicht geahnt hat, die härtesten Schläge in seinem Leben stehen ihm erst noch bevor. Raphael Perlhunger beginnt in Luzern als Schwinger und Ringer. Perlhunger lernt beharrlich neue Kampfsporttechniken. Er ist erfolgreich, holt sich nationale und internationale Titel. Seit 2005 ist Raphael Perlhunger zurück in der Schweiz. Er betreibt drei Kampfsportschulen und er hat einen Traum, Mixed Martial Arts europaweit einzuführen. Als Geschäftsmodell nach amerikanischem Vorbild. 8, 9, 10. Ja, ich habe eigentlich den ganzen Aufbau von der Kampfsportart in den USA beobachtet. Ich hatte eigentlich Kampfclub KD. Das war mein Hobby, das ich zu meinem Leben machen wollte. Und dann, ich habe das gesehen, dass in Europa einfach ein riesiges Loch ist, dass es noch nicht gibt und dass dort eine Marktlücke ist. Und ich habe das wollen aufbauen in Europa, ähnlich wie in den USA. Der Kampfsport generell, aber spezifisch das, was wir machen, Grappling, MMA, hat in den USA einen riesigen Stellenwert. Also ich habe meine Wohnung in den USA verkauft und habe mit dem Erlös von der Wohnung habe ich mir schon in den USA, weil es ja dort eh billiger ist als bei uns, habe ich mir die ganzen Materialien gekauft. Das waren schlussendlich 24-Fuß-Container, die ich importiert habe in die Schweiz. Das heisst, der ganze Club, das ganze Konzept war eigentlich in diesen Container drin. Es ist ein großes Projekt. Sportler Perlhunger merkt, er braucht die Hilfe eines Finanzfachmannes. Im Dezember 2005 betritt ein Mann namens Jürgen Käfer die Kampfsportschule. Jürgen Käfer behauptet, er kenne sich aus im Kampfsport und bei der Finanzierung solcher Projekte. Ja, also ich muss sagen, er hat sich fantastisch verkauft, gar keine Frage. Und er hat da natürlich auch so innerhalb von kürzester Zeit auf sehr kollegial gemacht und Freunde und hat da mich eingeladen mit Kind und Frau daheim und Geschenke gemacht. Das ist nicht sehr lang gegangen, aber am Anfang hat er das wirklich massiv forciert, oder? Und das hat auch funktioniert. Ich habe auch das daran geglaubt, weil er hat das wirklich so dargelegt, also sehr, sehr glaubwürdig. Ja. Was der Raphael Perlhunger jetzt mal nicht hätte können wissen, ist, dass der Herr Käfer schon eine massive Blutspur hinterlassen hat in der Schweiz und Deutschland. Und dass der Herr Käfer eigentlich in die Kategorie nicht von den Finanzierungsexperten geht, sondern viel eher in die Kategorie der Finanzschwindler. Die Zukunft beginnt. Jetzt. Tatsächlich. Jürgen Käfers Vergangenheit ist dubios. Mitte der 90er Jahre verspricht er an Massenveranstaltungen den schnellen Reichtum.
Sie kriegen natürlich Rocky-Musik. Die Firma EFCA will Menschen per Fernseher den Zugang zum Internet ermöglichen. Doch EFCA ist ein Schneeballsystem. Reich werden dabei, wenn überhaupt, nur die Erfinder. Nach diesem Tag, ja, wird alles anders sein. Machen Sie mal als ob. Seien Sie mal so, als ob es für uns keine Begrenzung gibt. Als ob es keine Begrenzung gibt für Spaß, für Geld verdienen und für neue Dinge schaffen. Du schaffst es! Ich schaff es! Ebenfalls in den 90ern organisiert Käfer psychologisch angehauchte Wohlfühl- und Managerseminare. Was behindert dich? Wie stark bremst dich dein Ego? Hilfe eines Mentaltrainers. Immer wieder taucht er im Fernsehen auf. Zum Beispiel als Mentaltrainer der deutschen Skispringer-Nationalmannschaft. Marc Nölke berichtet. Jürgen Käfer trainiert normalerweise Manager. Jetzt trainiert er Skispringer und deren Trainer. Der Mentaltrainer hilft den Sportlern, in ihrer neuen Rolle zurechtzukommen. Es geht um den ganzheitlichen Ansatz, Thema, ich bin erfolgreich, ja, wie kann ich den Erfolg halten, den Erfolgsdruck, mit dem Erfolgsdruck umzugehen. Käfer kreiert neue Geschäftsideen und gründet zwielichtige Firmen. Hunderte verlieren Geld. Jürgen Käfer bewegt sich am Rande der Legalität. Diese Vergangenheit des Finanziers kannte Raphael Perlhunger nicht. Er hat vorgewiesen oder hat gesagt, er habe ein Leben lang im Bankenbereich, im Kapitalisierungsbereich, habe er gearbeitet, dass er der absolute Profi. Und das hat er auch vermittelt, das hat er auch gegeben. Der Käfer das erste Mal gesehen, das ist, was er verkaufen will, das ist offensichtlich und das gelingt ihm auch sehr gut. Zuerst lässt Jürgen Käfer die Firma Max Entertainment gründen. Er erstellt einen Businessplan, macht sich zum Chef und startet seine Show. Schlage zu, wenn du musst. Schlage nicht zu, wenn du nicht musst. Schlage nicht, wenn du nicht kannst und wenn du nicht sollst. Jürgen Käfer, CEO von Max Entertainment. Der anerkannte Erfolgstrainer und diplomierte Sporttrainer mit 20 Jahren Erfahrung im Karate-Leistungssport ist bei der Max Entertainment Group verantwortlich für Strategie, Organisation, Marketing und Finanzen. Das Video zeigt das vermeintliche Potenzial von Max Entertainment. Dazu gehören Wettbüros, an große Veranstaltungen und Trainingsclubs für Fitnessfans. Die Max Gyms für Kampfsportbegeisterte jeden Alters. Parallel sollen Sportartikelverkauf und Merchandising die Firmenkasse füllen. Eine lukrative Geschäftsidee nach amerikanischem Vorbild. Die Werbung ist Teil der Inszenierung. Max Entertainment ist eine Scheinfirma. Sie soll gar nie operativ tätig werden. Doch das wissen nur Jürgen Käfer und vielleicht seine Frau Karin. Käfer lässt tausende Aktien drucken. Aktionäre sollen das Start-up-Unternehmen finanzieren. Der Aktienverkauf soll binnen eines halben Jahres 30 Millionen Franken Einnahmen bringen. Für den Aktienhandel engagiert Käfer 2 Dutzend Telefonverkäufer. Sie arbeiten auf Provision, sind entsprechend unter Druck. Die Truppe ist Käfers Geldmaschine. Die Aktienverkäufer suchen Investoren zuerst im Umfeld interessierter Kampfsportler. Über Vereine und Verbände gelangen sie an Adressen. Oliver Frey ist begeisterter Sportler. Aber Oliver Frey ist auch Buchhalter und investiert nur in ein Geschäft, das er versteht. Frey kennt das Potenzial solcher Organisationen aus den USA. Und die Werbung beeindruckt ihn. Es kam eine Sendung im deutschen Sportfernsehen.
Und das hat natürlich schon überzeugt. Oder? Das war klar. Da ist es etwas hinten dran. Das ist ein riesiges Gebilde. Und dort hat man einfach mit einsteigen. Frei investiert 5'000 Franken. Die Aktienverkäufer drängen zu mehr. Doch der Familienvater will und kann nicht mehr einschießen. Doc zeigt, wie sich die Verkäufe abgespielt haben. Die Aktienverkäufer raten zum schnellen Einstieg. Max Entertainment sei noch unbekannt, die Aktie unterbewertet. Es ist bald soweit, der Blasen. Der Börsengang steht vor der Tür und ich will sie dabei haben. Wir öffnen werden uns zwischen 3 und 5 und ich kann da beide Hände ins Feuer legen, Herr Baumann, das wir. Bereits schon Mitte Juni im Kurs haben zwischen 7 und 8 Dollar. Wenn wir jetzt drin sind im Boot und wir kündigen dann den Börsengang an, ja, dann wird es erstmal richtig interessant, weil dann werden die Leute wieder mit den Klopfen hier rumrennen. Das ist Inside-Information selber. Weil da sprechen wir wirklich um 400, 500, 600 Prozent und das ist nicht so tropisch, das ist ganz normal bei Börsengängen. Aktionärsfallen, leere Versprechungen. Der Anlagefachmann und ehemalige Friedensrichter Bert Büttler kennt die Szene aus eigenen Erfahrungen. Er hatte mit Finanzschwindlern zu tun und deren Tricks recherchiert. Das sind alles so die sogenannten Lucky Punches. Da hast du innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren sind wir an der Börse und dann hast du dein Geld verzwanzigfacht, verdreißigfacht. Und das ist natürlich auch für mich klarer Betrug. Weil es ist nicht möglich, innerhalb dieser Zeit nur annähernd von solchen Werten zu reden. Natürlich, uns in einem Monat oder anderthalb haben wir uns die Aktionärsversammlung und da will ich Ihnen dann kräftig die Hand schütteln und Ihnen in die Augen schauen, so wie es gehört. Weil das ist normalerweise nicht unsere Absicht, über das Telefon irgendwelche Sachen zu platzieren. Sie entscheiden natürlich selber. Sie sind entscheidungsfertig, Sie sind ein Mann. Da können jetzt von Mensch zu Mensch sprechen. Also, wie gesagt, wir haben doch beide Eier in der Hose, oder? Ja. Das, was Sie hier einsetzen, kommt aus der Kaffeekasse bei Ihnen. Weil ich spüre schon, ich spüre und rieche schon einen Jäger am anderen Hörer. Die Verkäufer, das sind nicht einfach von der Straße geholte Leute. Sondern das sind im Grunde genau Leute, die wahrscheinlich schon relativ stark ausgesiebt worden sind vorher in der Callcenter-Szene. Und die natürlich entsprechend einfach geschliffen worden sind. Also mir selber hat zum Beispiel der Herr Perry angerufen, das weiss ich noch ganz genau. Und der hat mir ins Geschäft angerufen, der hat mir heim angerufen, gesagt, das pressiert, ich soll sofort auf die Bank. Wir müssen ihnen das gerade faxen, die Zahlungsbestätigung. Und dann, das muss unbedingt sein, am nächsten Tag ist es schon zu spät. Jetzt will ich Ihnen noch mal, zum letzten Mal, will ich Ihnen jetzt noch vorbörslich diese Platzierung von diesem kleinen Testpaket anbieten, dass wir das Geschäft heute hier und jetzt machen, dass wir sagen, okay, wir reservieren diese Anteile, dann kann sie ihn zu diesem Preis keiner mehr nehmen. Ja, aber was wollen wir denn da warten, Herr Fair? Eine Erfolgsgeschichte muss man von Anfang an dabei sein. Die Geldmaschine läuft. 20 Verkäufer telefonieren von frühmorgens bis in die Nacht. Hunderte mögliche Geldgeber erhalten Werbematerial. Anleger investieren jeweils zwischen ein paar Tausend bis mehrere 10.000 Franken. Schon in den ersten Monaten spült die Maschinerie 8 Millionen Franken in die Kasse. Doch meistens fließt das Geld gar nicht in die Firma. Ich habe schon gemerkt, es läuft zwar nicht so, wie ich will, aber ich kann es ja noch etwas steuern. Und ich hätte eigentlich im Nachhinein viel früher sollen einfach meine Hände ganz rausnehmen und sagen, ich habe da nicht mehr damit zu tun. Aber es war ja gleich mein Projekt gewesen und ich wollte, dass das läuft. Und ich habe dann einfach probiert, halt noch das Beste gleich zu machen, was vielleicht ein Fehler war. Jürgen Käfer hatte nie die Absicht, Max Entertainment tatsächlich aufzubauen.
Es war ein grandios inszenierter Schwindel mit dem einzigen Zweck, Aktien zu verkaufen. Die Firma sollte gar nie operativ tätig werden. Max war eine Scheinfirma. Das war ein Riesenschlag für uns alle natürlich, das, oder? Weil wir haben alle das geglaubt und eine Freude gehabt und alles investiert dafür, Geld, Zeit und so weiter. Und mit dem haben wir einfach nicht gerechnet. Der Verkauf der Aktien brachte schließlich 40 bis 50 Millionen Franken ein. Das Geld ist verschwunden. Hunderte betrogene Aktionäre erleiden Totalverlust. Einer vor allem hat kassiert, Jürgen Käfer. Und der taucht unter. Doc will mit Jürgen Käfer reden. Mehrmals bitten wir um ein Interview. Käfer hatte in den letzten Jahren bei diversen dubiosen Firmen die Hände im Spiel. Vertrauenswürdige Geschäftsadressen wie Schloss Knonau in der Nähe von Zug täuschen Seriosität vor. Hier ist er nicht mehr. Die Firmen lancieren jeweils ein scheinbar gewinnträchtiges Produkt. In Pfäffikon sollte die Sendu einen neuartigen Internetservice verkaufen. Telefonverkäufer ködern Aktionäre mit übertriebenen Renditeversprechen. Käfer hält sich stets im Hintergrund. Die Firmen befinden sich oft in derselben Region. Auffällig ist einfach, dass für die ganzen Wirtschaftskriminalfälle, dass die sich im sogenannten Bermuda-Dreieck abspielen. Also Bermuda-Dreiecke sind im Wesentlichen drei Gebiete. Das ist der obere Zürichsee, wo es klar das Epizentrum ist für so Betrügereien. Es gibt natürlich sehr viel auch rund um Zürich. Und natürlich am Schluss, das ist Eldorado für all die Wirtschaftskriminellen, der Kanton Zug. Im Kanton Zug in Hünenberg startete 2004 ein gigantischer Anlagenschwindel mit der rauchlosen Zigarette Nixtig. Nixtig war ein Bluff. Nixtig kam nie auf den Markt. Zuvor hatten aalglatte Verkäufer zehntausende Aktien über diverse suspekte Firmen in der Region verhökert. 800 Aktionäre verloren 200 Millionen Franken. Auch hinter diesem Bluff steckten deutsche Ganoven. Michael Beresheim zieht seit 20 Jahren Anleger über den Tisch. Beresheim stammt aus Frankfurt, hält sich aber immer wieder in der Schweiz auf. Heinz Pirott gilt als einer der berüchtigsten Betrüger am deutschen Finanzmarkt. Auch Pirott geschäftet immer wieder in der Schweiz. Betrüger Pirott ging raffiniert vor. Bei Nixtig missbraucht er die Homepage der UBS. Unter Quotes listet die UBS Einschätzungen über den Wert einer Aktie auf. Bei Nixtig steht 15 Franken. 15 Franken waren maßlos übertrieben. Der Wert wurde manipuliert. Eine Treuhandfirma konnte den überrissenen Kurs auf die Homepage der UBS einspeisen und wurde dafür von Nixtig bezahlt. Eine Täuschung mit Folgen. Wenn die UBS so einen Aktienwert auf die Homepage aufschaltet, dann gehe ich schon davon aus, dass da etwas dran ist. Für die Recherchen dieses Films reiste Doc in den letzten 4 Jahren zu dubiosen Firmen in Deutschland und in der Schweiz. Die Branche fühlte sich gestört. Mit Drohmails versuchte jemand, die Recherche zu verhindern. Stammen aus dem Dunstkreis von Nixtig. Längst wurden neue Firmen gegründet und bei Gefahr wieder geschlossen. Domiziliert in der Schweiz, manchmal mit Ablegern in Deutschland oder den USA. Oft beteiligt Nixtig, Ganoven, Beresheim und Pirott.
Seit letztem Jahr sitzen die beiden in Untersuchungshaft in Deutschland. Ihre Firmenkeimlinge in der Schweiz aber wachsen weiter. Vor allem im Kanton Schwyz steigt die Zahl dubioser Firmen. Roland Meyer, auf Wirtschaftsdelikte spezialisierter Staatsanwalt im Kanton Schwyz, kämpft mit ungleichen Spießen. Die Leute sind absolut exzellent geschulte Verkäufer. Sie benutzen die modernsten Kommunikationsmittel. Und vor allem das Internet gibt ihnen unglaubliche Möglichkeiten, sich einen seriösen Anstrich zu geben und Halbwahrheiten zu verbreiten. Die Waffe, die mir demgegenüber zur Verfügung steht, ist das Strafgesetzbuch und das stammt aus dem Jahr 1937. Und damals hat es das alles nicht gegeben. Open Market Television ist ein Produkt von Nixtec-Schwindler Beresheim. Die internationale Firma will ein Fernsehformat für Unternehmen produzieren. I'm Alexander Tackenberg from Open Market Television and I'm here to convey your message to the world. Was aufwendig ausschaut, ist eine weitere Attrappe. Zur TV-Firma gehört Roadhouse, domiziliert in den USA und Zürich. Auch in der Roadhouse steckt Nixtec-Schwindler Beresheim. Während Staatsanwälte und Konkursrichter über seinen alten Akten brüten, hat Beresheim mit einem anderen Ganoven bereits eine neue Bosheit ausgeheckt. Mit Jürgen Käfer. Käfer liefert ihm Adressen bereits abkassierter Aktionäre, damit Beresheim sie ein zweites Mal ausnehmen kann. Der Deutsche nutzt das Schweizer Briefkastensystem. Auch Roadhouse ist nur ein Briefkasten. Das Kernprinzip von all diesen Briefkastenfirmen und Sitzgesellschaften und verschachtelten Imperien, das Kernstück ist eine Täuschung. Über eine wahre Berechtigte, über Transaktionen. Man will es natürlich der Behörde möglichst schwer machen, Transaktionen nachzuverfolgen. Das läuft manchmal von der Schweiz über Karibik und dann zurück oder über Liechtenstein, über Briefkastenfirmen, vielleicht auch über Schattenbanken oder über echte Banken. Kurz, die Transaktionen über Grenzen hinweg mit verschiedenen Gesellschaften dienen natürlich an der Täuschung und vor allem auch an der Verhinderung von der Rückverfolgung von diesen Kapitalströmen. Ein Mann zieht seit 20 Jahren Leute über den Tisch und kassiert dabei Millionen. Zwei notorische Schurken kreieren laufend Scheinfirmen und hinterlassen hunderte geprellte Anleger. Es geht insgesamt um einen Schaden von 1 Milliarde Franken. Weshalb stoppt niemand die Ganoven? Zuständig ist neben den kantonalen Strafbehörden die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Wir haben als Auftrag, dass wir bewilligte Institute, Banken, Versicherungen usw. die regelmässig beaufsichtigen. Und es gibt aber Tausende von anderen Finanzdienstleistern, die tätig sind. Die können wir nicht flächendeckend beobachten. Da haben wir die Ressourcen nicht. Das ist auch nicht unser Auftrag. Wir können nur agieren, wenn wir Hinweise bekommen, dass allenfalls gegen Finanzmarktgesetz verstoßen werden. Und dann werden wir aktiv. Auf der Suche nach Jürgen Käfer redet Doc mit ehemaligen Mitarbeitern. Sie haben miterlebt, wie Käfer mit seinen Geschäften im Laufe der Jahre viel, sehr viel Geld erschwindelt hat. Seinen Besitz präsentiert Käfer auf Facebook. In die Geschäfte verwickelt ist meist seine Frau Karin. Zum exquisiten Lebensstil gehören teure Hobbys und ein stattlicher Wagenpark. Trotzdem macht Käfer dauernd Schulden. Sie wachsen zeitweise auf 500.000 Franken. Der Deutsche spart vor allem bei den Schweizer Steuern. Regensburg in Bayern. Der Geschäftsführer dieses Motorradhauses investierte 150.000 Euro in Max Entertainment.
Das Geld war langfristig für die Altersvorsorge gedacht. Die Investition in ein Unternehmen, das mit Kampfsport zu tun hat, schien sinnvoll. Diese Kämpfer wird es immer geben. Diese Kämpfer kommen aus allen Herren Ländern, die sind immer da. Und da ist auch immer Begeisterung da. Die Menschen wollen das sehen. Das war für mich das einzige Thema, wo ich Geld investieren wollte. In nichts anderes hätte ich es getan. Als Eder angerufen wurde, musste ihn der Verkäufer nicht groß überzeugen. Eder ließ sich auf die Kundenliste setzen. Die Telefonverkäufer verdienen kräftig mit. In guten Monaten kommen 2 Dutzend Verkäufer auf 700.000 Franken Provisionen. Das entspricht einem Monatslohn pro Verkäufer von 29.000 Franken. Einige der Telefonverkäufer gehören zum festen Establishment der Ganoven. Sie waren bei früheren Gaunereien beteiligt. Jürgen Käfer hat sie für Max Entertainment übernommen. In der Anfangszeit hat natürlich Käfer es geschafft, mit sehr viel Hintergrund, mit sehr viel Verblendung, mit visionellen Reizen, die Leute rüberzuholen. Da gab es einen Moderator von MTV, den viele, viele kannten. Da gab es eine Mordstrom-Aufmachung, da gab es Brandnames, wer alles da mitmacht. Mein Name ist Mola Debise und in diesem Cage wird kein Karateka überstehen. Es war einfach die pure Verführung und es war sehr, sehr gut gemacht. Zurück bei Martial Arts Extreme und wir haben jetzt den stärksten Kampfsportler hinter den Kulissen beim Martial Arts Extreme, und zwar den Präsidenten von der Max Entertainment Group AG, Jürgen Käfer. Hallo. Hallo. Was erwartet die Zuschauer? Worauf können die gefasst sein bei Martial Arts Extreme? Ja, die Zuschauer können sich definitiv auf hochmotivierte und sehr, sehr ehrgeizige Kämpfer freuen, die natürlich mit Herz, Leib und Seele und vollem Einsatz hier alles zeigen können, was sie drauf haben. DSF ist für die meisten gleich irgendwie noch ein Begriff. Und es erzeugt natürlich irgendwie schon eine Glaubwürdigkeit. Also, man sieht, da wird etwas gemacht mit den investierten Geldern. Und ich glaube, das ist natürlich genau die beabsichtigte Wirkung, dass man im Grunde genommen da den Ballon mit möglichst wenig Aufwand möglichst gross aufblasen, um den Investoren zu zeigen, jawohl, da läuft etwas. Getreu dem Motto, härter, fairer, besser. Das, was wir transportieren wollen, sind Werte wie eben Fairness, Disziplin, mentale Kraft entwickeln, Durchhaltevermögen, Teamgeist. Also all das, was alte Kulturen auf eine andere Art und Weise versucht haben zu etablieren, werden wir neu interpretieren und in Europa quasi in diese Kampfsportart mit einbringen. Nachdem Gerd Eder die 150.000 Euro in die Schweiz überwiesen hatte, hörte er verdächtig lange nichts mehr. Eder suchte Informationen im Internet. Was mich komplett aus der Fassung brachte, war, ich gebe den Namen ein und sofort kommen negative Dinge. Und zwar nur negative Dinge. Es gab nicht einen Hinweis, dass der Jürgen Käfer ein guter Mensch sei. Sondern es ist überall das Wort Betrug, war sofort in jedem Forum. Und dann war ich natürlich schon sehr, sehr erstaunt. Sehr, sehr erstaunt. Gerd Eder will den Verlust nicht hinnehmen. Er recherchiert tagelang, findet andere Anleger, die Geld verloren haben. Er reist in die Schweiz, sucht Käfer. Vergeblich. Er sucht Hilfe bei den Behörden und erstattet Anzeige in der Schweiz. Die Telefonverkäufer machen unverdrossen weiter. Kritischen Kunden sagen sie, sie hätten renommierte Wirtschaftsprüfer verpflichtet, zum Beispiel PricewaterhouseCoopers, PwC. Die PwC ist gerade dran, die ganzen Bewertungen durchzuführen. Dauert natürlich noch 2-3 Monate. Und die prüft gerade das Ganze. Eine Lüge, PricewaterhouseCoopers hat nie für Max gearbeitet. Das mit dem Pricewaterhouse, das ist immer gesagt worden, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt. Aber es sind auch jene Logo an irgendwelche Geschäftsberichte. Da ist irgendwo der Börsenkurs von Max und dann unten da sind da jene Logos dazu kopiert worden. Wie wenn das so wäre, ich gehöre jetzt alle irgendwie dazu und das ist dann so verkauft worden. Der Sportler ist ernüchtert. Ein Jahr nach der Gründung von Max Entertainment zerplatzt sein Lebenstraum. Der hochgelobte Financier Käfer taucht nur noch selten auf.
Trotzdem bedient er sich mit auffallend viel Bargeld aus der Firmenkasse. Sonst herrscht Flaute. Nach dem Auftritt im Sportfernsehen entwickelt die Firma keine operative Tätigkeit mehr. Nur der Aktienverkauf läuft hartnäckig weiter. Okay, super. Alles klar, geht heute noch raus. Endlich schöpft die Finanzmarktaufsicht Verdacht. Mit einer Verfügung verhängt sie den Konkurs über die Max Entertainment und weitere Firmen, die Max-Aktien verkauft haben. Grund? Unerlaubter Aktienhandel. Zu spät. Von 50 Millionen Franken stellen die Behörden nur noch lumpige 90.000 Franken sicher. Die Schwierigkeiten generell bei diesen Justizverfahren ist, dass man meiner Meinung nach falsch vorgeht. Und zwar, eine der ersten Taten wäre immer das Ermitteln, wo sind Vermögenswerte. Dass man im Grunde genommen schaut, einmal sämtliche Vermögenswerte, die irgendwie rum sind, die irgendwie aus diesen Quellen stammen könnten, dass man die einmal prophylaktisch eingefrieren. Es ist leider häufig wirklich so, dass wenn die FINMA oder auch die Strafbehörden intervenieren, dass dann in diesen Firmen nicht mehr wahnsinnig viel Geld rum sind und viele Kunden schmerzhafte Verluste erleiden. Das ist so. Es ist darum so, weil die FINMA und auch die Strafbehörden können agieren, wenn sie Hinweise haben, dass etwas bei einer Firma nicht so läuft, wie ursprünglich vorgesehen, dass Geld nicht mehr bezogen werden können, Zinsen nicht gezahlt werden, irgendwelche anderen Versprechungen, die gemacht worden sind, nicht eingehalten werden. Dann werden die Kunden nervös und kommen eben auch auf die entsprechenden Behörden zu und melden das. Dann geht es häufig sehr schnell, dass wir intervenieren, aber dann ist das Geld häufig auch eben über undurchsichtige Kanäle ins Ausland abgewandert und kann nicht mehr von den Behörden zurückgeholt werden. Es resultiert ein Verlust. Also die Aufsichtsbehörde hätte nach meiner Meinung auch die Pflicht, proaktiv auch zu schauen, wo Marktmissbrüche sind. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, also eine Überwachung einzurichten. Also man sieht die verschiedenen Internetforen etc., wo es anfängt zu brennen. Man sieht es als Berichterstattungen der Medien. Also es wird diesen Sachen nicht nachgegangen. Wir müssen nicht flächendeckend den Markt observieren. Haben wir die Möglichkeiten nicht, haben wir den Auftrag nicht, haben wir die Ressourcen nicht. Es gehört schon zu dieser Schonkultur, die die frühere Bankenkommission und die heutige FINMA immer noch anwenden, dass man lange wartet. Vielleicht gibt es einmal einen Brief oder eine kurze Warnung. Aber wir haben gesehen, in unzähligen Fällen, dass die FINMA eigentlich erst reagiert hat, wenn es irgendwo Schlagzeilen hat gegeben. Irgendeine Anleger- oder Konsumentenzeitschrift. Erst wenn etwas politisch geworden ist, ist man auch aktiv geworden, vielfach zu spät, weil natürlich da schon sehr Verschleierungsmöglichkeiten sind angewendet worden. Es ärgert uns, unsere Spezialisten selber auch, dass sie oft und in vielen Fällen nicht schneller oder mehr können machen. Aber man muss einfach die Ausgangslage, wenn man wirklich die Firma will fair betrachten, muss man die Ausgangslage sehen. Wir haben es mit einer ungeheuren Flut von Hinweisen zu, auf allenfalls illegale Tätigkeiten. Da müssen wir priorisieren. Wir können nicht allem nachspringen, sonst verzettelt man sich. Und wir haben es mit relativ engen Grenzen zu tun, in denen, wo wir können agieren. Und sehr viele Fälle, wo wir wahrnehmen und wo wir auch das Gefühl haben, da läuft etwas nicht richtig. Die sind eben nicht in unserem Aufsichtsbereich. Das sind allenfalls betrügerisch tätig, oder? Und das fallen in andere Hoheitsbereiche, wo wir nicht können agieren. Bei Max Entertainment hat die Justizbehörde Zug 4 Jahre lang ermittelt. Doch eine Staatsanwältin stellte das Verfahren ein. Vor der Kamera wollte sie nichts sagen. Ihre Begründung für die Einstellung? Für eine Anklage wegen Betruges hätten die Erkenntnisse nicht gereicht. Da sich das Verhalten der Beschuldigten aus meiner Sicht nicht unter den Tatbestand des Betruges subsumieren lässt. Und? Täuschungshandlungen konnten mithin nicht nachgewiesen werden. Eine Fehleinschätzung. Die Aktienverkäufer haben ihre Kunden mehrfach belogen. Die PwC ist gerade dran, die ganzen Bewertungen durchzuführen. Dauert natürlich noch 2-3 Monate. Und die prüft gerade das Ganze. Das bedeutet,
dass im Grunde genommen der Herr Käfer die Absolution bekommt von der Staatsanwaltschaft Zug für seine Tätigkeit. Wissen Sie, wenn ich dann einen Brief kriege von der Behörde Zug, wo mir mitgeteilt wird, sage ich mal in meinen Worten, wir sind selbst schuld, dass wir das Geld hier angelegt haben. Und dem jemand wäre da schlecht nachzuweisen, dann weiß ich nicht, nach welchen Ermittlungskomponente diese Behörden vorgehen. Das ist für mich einfach ein Fass ohne Boden, eine Unglaublichkeit, die ich nur so ausdrücken kann. Und ich versuche, sachlich zu bleiben. Das ist ja so eine Situation, die viele Leute kennen, eine Ohnmachtssituation. Weil das Gesetz, irgendwie kann man sich per Gesetz nicht richtig dran nehmen, was eigentlich verrückt ist bei solchen kriminellen Leuten. Und das tut weh. Für die Betrogenen ist es eine düstere Situation. Hunderte Opfer haben ihr Geld verloren, weil ein notorischer Schwindler nicht gestoppt wurde. Der Betrug scheint ihnen offensichtlich. Doch es geschieht nichts. Es gibt verschiedene Probleme. Das eine ist ein rechtliches Problem. Es wird beim Tatbestand vom Betrug wird verlangt, dass der Täter sogenannt arglistig handelt. Das heisst, auf der anderen Seite, das Opfer vom Opfer verlangt man, dass es auch ein gewisses Sicherheitsdispositiv aufzieht, dass es ein bisschen wachsam ist, dass es aufpasst. Das ist ein Problem, die Arglisthürde. Das zweite Problem sind, es ist die Beweisbarkeit von diesen konkreten Daten. Man muss sehen, das sind sehr schlaue Leute, die da am Werk sind. Und die surfen natürlich entlang der Strafbarkeitsgrenze gewissermaßen, um dort eben gerade so im Dunstkreis vom Tatbestand vom Betrug können handeln. Ich glaube aber, dass unsere Schweizer Strafverfolgungsbehörde dort wirklich zu wenig Biss haben und zu wenig diesen Fällen nachgehen. Und ich glaube, dass dort auch Sachen dann nicht durchgesetzt werden, die könnten durchgesetzt werden. Ich habe immer gehofft, dass ein jemand aus der Behörde Zug mich vorlädt. Ich warte heute noch darauf, dass mich die Polizeibehörden, dass mich sonst wer vorlädt. Und ich bin zu jeder Aussage bereit. Ich kann alles belegen, was mich und meinen Fall betrifft. Aber es will wahrscheinlich keiner hören. Ich habe das Gefühl, das ist fast schon lästig, dass ich eine Aussage machen würde. Das ist für einen Rechtssagestaat doch eine sehr, sehr dubiose Linie. Es ist nicht so, dass niemand die Leute stoppen tut. Sowohl wir als auch Kollegen in den anderen Kantonen haben bereits mehrfach und erfolgreich so Verfahren an Gericht gebracht. Aber es wird immer schwieriger. So Leute kommen mir vor wie ein Virus. Immer wenn man meint, man habe ein Mittel dagegen gefunden, dann tönt sie sich leicht verändern und neue Schäden anrichten. Die Kollegen des Staatsanwaltes in den Nachbarländern können konsequenter gegen Schwindler vorgehen. Also es ist so, dass in Deutschland beim Tatbestand vom Betrug eben die Arglisthürde nicht verlangt wird. Das heisst, Täuschung, also wenn eine Täuschung vorliegt, das muss natürlich auch bewiesen sein, wenn eine Täuschung vorliegt, dann ist der Tatbestand erfüllt und damit kann man auch viel mehr Fälle kann man natürlich erfassen vom Strafrecht. Also meine Erfahrung ist so, dass so Fälle in Deutschland regelmäßig zu Verurteilungen führen. Ich habe sogar persönlich den Eindruck, dass einzelne Finanzbetrüger absichtlich in die Schweiz kommen, weil es sich umgesprochen hat, dass bei uns die Hürde für eine Verurteilung sehr viel höher ist als beispielsweise in Deutschland oder Österreich. Was müssen wir dagegen unternehmen? Eine Möglichkeit wäre, dass man einen zusätzlichen Betrugstatbestand einführt ins Strafgesetzbuch, wo die Arglist nicht erforderlich ist. Niemand weiß so recht, wo sich Jürgen Käfer aufhält. Wer viele Leute über den Tisch gezogen hat, gibt seine Adresse nicht preis. Ein Insider vermutet, Käfer residiere immer noch hier in Lachen am oberen Zürichsee. Doch Käfer ist bereits wieder ausgezogen. Spuren finden sich in der Nordwestschweiz. Dort flog im März 2012 der ASE-Skandal auf, einer der größten Schweizer Geldanlageschwindel der letzten Jahre. Heute, ein Jahr später,
ist das Ausmaß des Schadens noch immer nicht definitiv bekannt. Jürgen Käfer ist darin verstrickt. Der Chef der Finanzgesellschaft ASE im aargauischen Frick investiert Kundengelder in einen dubiosen Fonds. Die Sache geht schief. 200 Millionen Franken Kundengelder verschwinden. Betroffen sind ein paar hundert Geschädigte. Zu den Opfern gehören diverse Banken und seriöse Anlagefirmen. Der ASE-Chef sitzt in Untersuchungshaft. Die ASE wurde geschlossen. Wieder gerät die Aufsichtsbehörde FINMA in die Kritik. Das Finanzchaos hat eine einschlägige Vorgeschichte. Der Chef der ASE hat schon im Jahr 2006 privat große Beträge in Max-Aktien investiert. Dies belegt eine Kundenliste von Max Entertainment. Kurz danach spannt der ASE-Chef mit Jürgen Käfer sogar zusammen und organisiert den dubiosen Kauf einer inaktiven, praktisch wertlosen Firma im fernen Kanada. So steht es in einem internen Bericht der FINMA. Die FINMA wusste also seit Jahren, dass sich der ASE-Chef, hier Investor genannt, im dubiosen Umfeld von Käfer tummelte. Die neuen Geschäftspartner präsentieren die kanadische Firma den Max-Aktionären als Retterin. Sie sollen ihre inzwischen wertlosen Max-Aktien eintauschen gegen die vermeintlich wertvollen Aktien der kanadischen Firma. Natürlich gegen Aufpreis. Die unrühmliche Vergangenheit des ASE-Chefs war der FINMA seit 2007 bekannt. Gehandelt hat sie nicht. Aus heutiger Sicht ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, dass die Aufsichtsbehörde damals nicht dieser Sache nachgegangen ist. Die haben die Sachverhalte genau gekannt, haben die Geldflüsse gekannt, haben die Protagonisten namentlich gekannt. Und es ist nichts passiert. Wenn die Aufsichtsbehörden damals richtig vorgegangen wären, hätte das Desaster rund um die ASE Investment AG können verhindert werden, wo vermutlich auch Basler Kantonalbank gar nicht in das Desaster gekommen wäre, wie sich das nachher abzeichnet hat. Wir haben im Fall ASE schlicht keine Hinweise gehabt, bis 2012, dass da in irgendeiner Form gegen Finanzmarktgesetz verstoßen wurde. Wir haben zum Beispiel, und das ist ein ganz wichtiger Indikator für uns, wir haben keine einzige Kundenreaktion gehabt. Wir haben niemals gehabt, keinen einzigen Kunden, der bei uns angerufen hat und gesagt hat, irgendetwas stimmt da nicht, ich kriege da meine Zinsen nicht, ich kann mein Geld nicht mehr abziehen, irgendetwas in dieser Art und Weise. Wir haben keine einzige Kundenreaktion gehabt zwischen 2007 und 2012. Wir haben in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern einen schwachen Kundenschutz. Wir haben mehr Bankenschutz als Kundenschutz oder mehr Vermögensverwalterschutz als Kundenschutz. Das ist einerseits historisch bedingt, auch vom Gesetzgeber her, und das ist aber andererseits auch durch die sehr starke Schonkultur von der FINMA, früheren Eidgenössischen Bankenkommission, bedingt. Und das zusammen führt dazu, dass bei uns der Anleger schlecht geschützt ist. Wann brauchen Bürger Schutz? Wo beginnt die Selbstverantwortung? Wie weit darf Vertrauen gehen? Und soll der Staat dieses Vertrauen in der Gesellschaft schützen? Schwindler handeln außerhalb gesellschaftlicher Regeln. Vor zwei Monaten hatte Doc von Finanzschwindler Jürgen Käfer eine Zusage zu einem Interview erhalten. Danach blieben weitere Mails allerdings unbeantwortet. Im
zürcherischen Wald Elvis Stock, Jürgen Käfer mit Frau Karin beim Betanken ihres Bentleys. Seit 20 Jahren ist der Mann in dubiose Geschäfte verwickelt. Deswegen verurteilt wurde er bisher nie. Seinen Lebensstandard finanzieren unfreiwillig Hunderte von Opfern. Heikle Situation ist er gewohnt. Äußerlich lässt sich der Profi nicht aus der Ruhe bringen. Herr Käfer, guten Tag. Ich wollte Ihnen doch noch mal eine Möglichkeit für eine Stellungnahme geben. Aus juristischen Gründen darf Doc die Szene nicht vollständig zeigen. Im anschließenden Gespräch zeigt sich Käfer charmant, willigt sogar zu einem Interview ein. Stattgefunden hat es allerdings nie. Inzwischen hat ein Gericht entschieden, dass in Zug das Verfahren gegen Käfer wieder aufgenommen werden muss. Käfer braucht es nicht zu kümmern. Also zu dem Verfahren kann ich mich nicht äußern, aber ich bin überzeugt, dass die Zuger-Kollegen das Verfahren korrekt werden zu Ende führen. Allerdings ist zu sagen, dass bis der Fall einmal am Gericht ist, die Unschuldsvermutung gilt. Und das heisst, die Leute können etwas Neues anfangen. Und meistens fangen sie eben nicht an zu töpfern, sondern sie machen das, was sie immer gemacht haben. Es hat niemand eine Handhabe, an einem Unschuldigen zu verbieten, etwas Neues anzufangen. Er wird mit Sicherheit noch viel, viel mehr Menschen täuschen. Er hat schon viele Menschen getäuscht. Und er ist, ich sage es mal so, fast schon gewohnt, dass Behörden dem Treiben zusehen. Und eigentlich wird das hier gefördert. Dieser Mann wird ja eigentlich gefördert, obwohl er eigentlich zu einer Verurteilung schon längst fällig gewesen wäre. Adliswil am Zürichsee. Neues Domizil einer Firma namens Sensei Energy. Die Firma ist auf Karin Käfer eingetragen. Jürgen Käfer und ein Sohn sind ins Geschäft involviert. Hier kann man in grüne Energie investieren. Bambus. Der Verdacht? Eine weitere Luftnummer aus dem Hause Käfer. Zwischendurch haben Nachbarn reges Telefonieren wahrgenommen. Allein die Käfers sind bereits wieder weitergezogen. Ihr müsst diesen Menschen Einhalt gebieten. Ihr müsst diese Leute verhören, ihr müsst diese Leute eigentlich holen. Ihr müsst sie verhören, ihr müsst aussagen, der Fall muss geprüft werden. Es kann nicht angehen, dass eine EBK oder eine FINMA, wie sie heute heißt, tatenlos zusieht. Das kann jeden normal denkenden und fühlenden Menschen wirklich zur Weißglut bringen. Ja, also ich habe mir fast für 2 Jahre lang, jeden Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich mir überlegt, ich hole mir jetzt den Käfer und schlage ihn ab. Ich wollte mich da irgendwie rächen, aber ich habe das schlussendlich aufgegeben. Warum? Weil es mir einfach ganz schlecht gegangen ist. Mir ist 2 Jahre wirklich ganz, ganz, ganz schlecht gegangen. Nicht nur finanziell, was mit dem zu tun hat, auch moralisch, was auch mit dem zu tun hat. Und dann, ich habe gesehen, dass es für mich selber sehr ungesund ist und dass es eigentlich schlussendlich auch nichts bringt. Das heisst für mich, dass ich wieder lang muss arbeiten, bis ich das erspart habe wieder neu. Und dass ich natürlich mit dem Geld lieber andere Sachen, schönere Sachen gemacht habe, mit der Familie zum Beispiel. Und das Geld ist jetzt fort. Oder wenn man denkt, dass die ganzen Leute und Familie da involviert waren und man hat ja gleich irgendetwas damit zu tun. Und vor allem der Ruf im Kampfsportbereich selber natürlich. Das ist eine relativ kleine Gemeinde. Wenn man dort mal einen schlechten Ruf hat, das ist eine Katastrophe. Oder? Das braucht wirklich jahrelang, um das wieder recht zu drücken oder gerade zu stellen. Es wird einfach kein Ende nehmen, wenn nicht jetzt irgendwas passiert.